Hallo zusammen, it's Tutorial Time bei Blanket Movies. Heute etwas passend zum Frühling, weil jetzt gerade hier die Sonne so richtig reinknallt und alles grün draußen ist, habe ich mir ein bisschen was Buntes überlegt. Heute Morgen gegen 5:15 war ich da noch ganz anderer Ansicht. Da war es nämlich satte minus 1 Grad hier bei mir. Naja, jetzt sieht es aber natürlich ziemlich frühlinghaft aus und aus dem Grund erstellen wir uns heute mal ein bisschen was Buntes, was ihr vielleicht als Wallpaper erstellen könnt oder für andere Zwecke verwenden könnt. Und zwar geht es um einen 3D-Text auf halt ein bisschen bunten Hintergrund. Ich habe jetzt hier schon was vorbereitet. Das ist jetzt nicht irgendwie tragisch oder schwer nachzustellen. Ich blende mal alles aus. Es beginnt mit einer Hintergrundebene, die ich in einem schönen blauen Stil hier gewählt habe. Darüber habe ich dann einen Brush gezogen von diesen Raise My Photoshop Brushes. Die sehen so in der Art hier aus. Den habe ich in einem hellen Blau über die Farbüberlagerung gefärbt und ein bisschen die Deckkraft runtergesetzt auf 28% in meinem Fall. Und dann habe ich noch ein paar Splatter in Weiß hinzugefügt und einfach bei denen auch eine Deckkraft von 43% eingestellt. Ja. Den Text habe ich soweit hier jetzt auch schon mal gemacht. Ist jetzt kein hundertprozentiger 3D-Text. Das wird auch in Photoshop nicht allzu stark machbar sein. Dafür braucht ihr ein separates 3D-Programm dann, was ich aber nicht bevorzuge, in Programmen zu arbeiten. Wie jetzt zum Beispiel noch Illustrator oder Cinema 4D. Da die auch wieder um, also, da diese Programme ziemlich teuer sind und ich versuche immer so viel wie möglich intern in Photoshop zu machen. Aus dem Grund zeige ich euch hier einen einfachen Weg, so einen 3D-Effekt zu erzielen. Ist natürlich jetzt nicht wirklich 3D. So, ich habe jetzt hier eine stinknormale Textebene, wo ich hier so einen Stil ausgewählt habe in Grün und halt jetzt noch einen Schlagschatten reingemacht habe in der Farbe Blau. Diese Ebene dupliziere ich mir jetzt einmal, blende die andere Ebene eben aus und gehe hier in die Verlaufsüberlagerung und wähle mir jetzt erstmal eine neue Farbe aus. Wir nehmen jetzt mal hier so ein schönes Lila. Dann kann ich diese Ebene in ein Smart-Objekt konvertieren und dann nochmal rastern und dann gehe ich auf Bearbeiten, Transformieren perspektivisch und ziehe hier rechts oben an dieser Ecke ganz leicht nach oben, bis ich mir mal quasi mein 3D erzielt habe. Jetzt muss ich nur noch mal eben ein paar Schritte zurückgehen, da ich vor lauter Erklärwut hier vergessen habe, den Buchstaben umzuändern. So, also Smart Objekt konvertieren, Ebene rastern. Und dann bearbeiten, transformieren perspektivisch und an der rechten oberen Ecke ein wenig ziehen, wie es uns dann passt. Dann diese Ebene nochmals duplizieren, auf die Ebene drunter gehen. Also das ist jetzt hier die duplizierte Ebene. Wir gehen eine Ebene runter, färben die in einem Blauton, in meinem Fall jetzt, und schieben die einfach ein wenig nach rechts, duplizieren sie noch einmal. Und schieben sie noch ein wenig nach rechts und haben dann unseren 3D-Effekt. So, die beiden Kopieebenen, die ich erstellt habe, kann ich auf eine Ebene reduzieren und dann kann ich mir beide Ebenen von der Priorität her etwas höher setzen und beispielsweise hier positionieren. So, diesen Schritt wiederholen wir jetzt noch ein paar Mal. Also Ebene duplizieren, den Buchstaben umändern, den Farbverlauf auswählen, Verlaufsüberlagerung, besser gesagt. Nehmen wir mal ein Orange. So, okay, Smart Objekt, Rastern, transformieren, perspektivisch. So. Duplizieren, auf die untere Ebene gehen, blau auswählen, nach rechts verschieben, nochmals duplizieren,
noch ein wenig nach rechts verschieben. So. Die beiden Ebenen auf eine reduzieren. Dann die zwei Ebenen markieren. Priorität hochsetzen. So. Also, wir haben jetzt das I erstellt. Ich habe jetzt einen kleinen Schnitt gemacht. Da ich mir beim Chemstudium nie sicher sein kann, wann es denn aufnimmt, wenn ich zu lang aufnehme, speichert er mir die Datei nicht ab. Also, wir sind jetzt beim letzten Buchstaben, dem D, den lasse ich jetzt einfach mal wieder im Grün. Konvertiere das wieder in ein Smart-Objekt, raster das Ganze, transformiere es perspektivisch, ziehe hier am Rand ein wenig, so, dupliziere mir die Ebene, gehe auf die untere, mache sie blau, schiebe mir das Ganze etwas rüber, wiederhole ich noch einmal, so, die beiden unteren Ebenen auf eine reduzieren, beide Ebenen nehmen, Priorität hochsetzen, nach Belieben verschieben. So, dann hätten wir theoretisch unseren 3D-Text schon fertig. Ich werde jetzt noch hier diese Streifen einfügen, das geht ganz einfach. Machen Sie jetzt hier mal beim D. Wir klicken mit gedrückter STRG-Taste auf die obere D-Ebene, kriegen dann hier so eine Auswahl, gehen dann in unsere Brushes rein, suchen uns einen aus, eine Größe, machen uns eine neue Ebene und färben das Ganze, setzen die Deckkraft runter, können die Auswahl auch schon aufheben, nehmen uns dann noch ein Radiergummi, da er mir hier wegen dem Schlagschatten auch ein bisschen außerhalb der Ebene die Sachen hinsetzt, ja. Mal ein bisschen kleiner machen hier, dass ich hier reinkomme. Ah, so. Ja, das machen wir jetzt noch beim I. Wie ihr seht, bin gerade ziemlich hier, ziemlich gespannt hier beim Arbeiten. Dass sich die Schritte immer wieder wiederholen, ist das ja ganz schön spannend. So, und beim V noch einmal, neue Ebene. Komm, dann nehmen wir den gleichen Effekt wie eben. Auswahl aufheben, gehen nochmal hier rein und geben dem eine schwarze Farbe. So, Deckkraft runtersetzen. Okay, damit hätten wir unseren 3D-Text soweit erstellt. Setze ich mir nochmal in die Mitte. Oh, sorry für den krassen Schnitt. Musste jetzt aber sein. Ich möchte mich verabschieden. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Hier die Grafik nochmal in voller Qualität. Jo, ich verabschiede mich. Haut rein. Ciao.